Medital ist ein Pokémon mit dem Typen Kampf und Psycho, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Meditier. Seit der sechsten Spielgeneration ist es zudem in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Meditalis zu vollführen. Meditalis ist ein mittelgroßes, menschenartiges Pokémon mit einer überwiegend weißen und hellroten Färbung. Sein schlanker weißer Körper wird von kräftigen hellroten Beinen getragen, die mit gelben Zierelementen um die Hüften und an den Knien versehen sind. Es hat schlanke, aber kräftige Arme und einen rundlichen, weiß gefärbten Kopf. Dieser trägt eine auffällige rote Struktur, die an einen Helm erinnert und an den Seiten sowie auf der Spitze längliche Zierelemente aufweist. Bei männlichen Exemplaren ist der Fortsatz auf dem Kopf größer als bei Weibchen. Meditalis hat zudem einen auffälligen roten Mund. In seiner Megaform ändert sich sein schlanker Körper kaum, jedoch gewinnt es reiche Verzierungen hinzu. Um seine Hüften liegen gelbe von blauen Perlen ergänzte Streifen. Sein Kopfschmuck nimmt eine weiße Farbe an und wird von einem roten Edelstein auf der Stirn gekrönt. Von Meditalis Rücken stehen strahlenförmig vier Bänder ab, die es mit Hilfe seiner Psychokräfte in der Luft hält. Shiny-Exemplare sind hauptsächlich blau gefärbt, die sonst roten Beine, Lippen und Kopfschmuck nehmen allesamt bei der normalen wie bei der Megaform eine blaue Farbe an. Meditalis formt durch sein intensives Meditationstraining sowohl seine körperlichen als auch seine psychischen Kräfte. Es zeigt eine tänzelnde, leichte Bewegungsweise, so steht es beispielsweise fast immer nur auf einem Bein. Es setzt seinen ganzen Körper im Kampf ein, beispielsweise mit verschiedenen Elementarschlägen wie Feuerschlag oder Donnerschlag, mit Turmkick oder Zen-Kopfstoß. Seine Psychokräfte gießt es in verschiedene Statusattacken, kann durch Konzentration mittels Meditation oder Gedankengut seine Kräfte stärken, sich per Genesung regenerieren oder Gegner durch Vorhersagen, deren Bewegungen mittels Scanner oder Willenslaser überraschen. Seine stark ausgeprägte Willenskraft zeigt sich am deutlichsten in seiner Fähigkeit Mentalkraft, die es nutzt, um seine körperlichen Angriffe zu perfektionieren und zu verstärken. Andere Exemplare mit der versteckten Fähigkeit Telepathie können Attacken und von Mitstreitern ausweichen. Meditalis widmet sein Leben ganz der Meditation. Mit Hilfe seines meditativen Yoga-Trainings schärft es seine Psi-Kräfte und seinen übernatürlichen Sinn, andererseits auch seine Körperkraft. Teilweise verharrt es ganze Monate lang im Training, ohne Nahrung zu sich zu nehmen. Es nutzt diese Kräfte, um optisch mit seiner Umgebung zu verschmelzen und sich vor Blicken zu verbergen. Mit Hilfe seiner Psychokraft kann es die Bewegungen von anderen vorhersehen sowie dessen Aura und Gefühle erspüren. Dabei ist Meditalis der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Meditier. Seit der sechsten Generation um den Spiel Pokémon X und Y ist es mit Hilfe eines Meditalis nicht dazu in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu vollführen. Dieses Pokémon besitzt in allen Entwicklungsstufen eine schlanke, humanoide Figur. Meditis Körper ist hierbei blau gefärbt, der Kopf und die Füße weiß. Bei dieser Entwicklung legt es seine eher kindliche Erscheinung ab und nimmt erwachsenere Proportionen an. Der Körper wird weiß, die Beine werden kräftig und nehmen wie der Kopf eine rote Farbe an. In der Megaform gewinnt das Pokémon reichlich an Verzierungen zu. Von seinem Rücken stehen strahlenförmig vier Bänder ab, die es mit Hilfe seiner Psychokraft in die Luft hält. In den Spielen wird dabei die Entwicklung von Meditier zu Meditalis auf Level 37 ausgelöst und die Mega-Entwicklung mit einem Meditalis Nieten. Mit der Typenkombination nimmt Meditalis halben Schaden gegen Kampf- und Gesteinsattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Geist- und Fee-Attacken und der Rest macht normalen Schaden.